Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Ja, dies ist ein kleines Video für zwischendurch. Das kommt auch deswegen direkt schon nach einer Woche, aber Eric erzählt euch jetzt erstmal ein bisschen mehr. Ja genau, wir haben hier eine doppelseitige Tür entworfen. Man kann es einmal öffnen, ganz normal. Und man kann es auch noch mit einer anderen Farbe von so den Blöcken wieder schließen. Und ein kleines Feature dabei ist, man kann die Hebel eigentlich verstellen, wie man möchte. Es geht nicht kaputt, es geht immer wieder auf. So, und ja, dann gehen wir einfach mal rein, zeigen euch den Ausstieg. Ja, hier sieht man wieder nochmal Hebel zum Öffnen und Schließen von Diamant und Gold. Da kann man dann seinen Verrichtungen nachgehen, was weiß ich. Und hier haben wir nochmal einen kleinen TNT-Exit gebaut, den Eric jetzt benutzt. Ja, das hat jetzt nicht ganz geklappt, muss man einfach nochmal ein zweites Mal probieren. Wichtig ist halt, dass man direkt in der Mitte der TNT steht, weil nur dann kriegt man die maximale Höhe und dann passt es eigentlich auch perfekt. Ich würde sagen, ich schließe es gerade ganz normal mit Gold. Es buggt dann manchmal ein bisschen hier auf dem Server. Und man sieht auch der Diamanthebel, was weiß ich. Also das Ding ist wirklich relativ robust, haben wir extra so entworfen. Und wie immer bei uns im Moment gibt es natürlich eine MCL-Digimatic in der Beschreibung. Und ja, dann war es das eigentlich für dieses Video fast schon wieder. Gebt doch euer Feedback oder ein Like, was weiß ich. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder Verbesserungsvorschläge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.